Moin Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal NL Ricciardo. Ja, mit dabei ist mein heißgeliebter Teamkollege NL Alonso, Servus, aka der Nico. Ja, Nico. Ja, wir sind in unserer nächsten Session, das ist Bahrain. Ja, heute geht's wieder mal weiter mit der Koop-Saison im Red Bull. Wie man hier schon sieht, auf nächstes Liga-Event. Ja, wir müssen jetzt eine Liga starten, weil sonst die Punkte nicht gespeichert werden. Ist ja auch scheißegal. Würde ich mal sagen, wir springen jetzt gleich zum Qualifying und sehen uns dann in der Box. So, Leute, wir befinden uns hier wieder zurück in der Boxengasse und ich muss jetzt mal gucken, ob ich überhaupt noch ein Setup für Bahrain habe. Weil wenn nicht, bin ich gerade richtig gearscht. Ich habe hier eins gefunden. Habe ich überhaupt eins? Ne, ich habe keins. Kannst du mir vielleicht kurz eins rübergeben? Ich muss selber raus. Ich habe noch gar nicht alles zu. Ich bin noch gar nicht richtig dazu gekommen, alles Dings wieder neu anzustellen. Okay, ja, das sieht noch ein bisschen viel früher aus. Egal, ich versuche es. Also 3-9. Ja. 50-50. Jeff hat die Fresse. Ja. Rechts, rechts, links, links. Ja. 1-4. Ja. 2-6. Ja. 4-4. 150, das weiß ich schon aus dem Kopf. Und alles runter. Genau. Ich brauch so viel was. Was ich auch mal machen kann. Egal, wir versuchen es. Ja, 9 von 20 fahren auf der Strecke. Daniel Ricciardo oben auf 1 und NL Ricciardo unten auf 7. Ja! Als ich noch Raikön hieß, ging es mir genauso. Wird es 2-21 werden? Ach du Kacke. Ja, ich glaube, ich fahre einfach mal raus. Am besten kriegst du auch noch so den, weiß nicht, weil ich kann ja den Alpine nicht mehr bekommen, ne? Dann werde ich so McLaren, du Alpine zu belosen. Das tut denn nicht weh. Ne, also ich hoffe, dass ich nächste Saison, im Aston Martin sitze. Aston Martin würde ich auch nicht nein sagen, aber hatte ich halt, also im Sinne, in Form von Racing Point hatte ich halt letzte Saison und, irgendwie, ja, ich möchte mal Ferrari-Fahrer sein. Da schlägt mein Herz für und ja. Ja, wir sitzen gerade in dem Wagen, wofür mein Herz schlägt. Das ist. Ja, so ja Leute, damit ist Nico automatisch auf dem Projekt draußen. Ja, das ist. Okay. Ich habe irgendwie gedacht, ich wollte gerade checken, ob die Traktionskontrolle aus ist. Ich dachte gerade, die ist aus. Ich dachte, die ist an, dann habe ich mal aufs Gas gelatscht und dann war ich in der Wand. Super geil. Ja, scheiße. Ach du Kacke. Ja, ja. Nee, weil ich dachte irgendwie, es hat sich so, weiß nicht, so überstabil auf Hinterachse angefühlt. Deswegen dachte ich, die Traktionskontrolle wäre irgendwie an. Da wollte ich mal testen und ja. Ging die Hose. Sehr gut, Nico. Du kannst ja, aber du bist ja gerade im Zuschauermodus, ne? Ja. Oh. Wenn ich dann laberst, dann mal kurz ein bisschen. Wenn ich nicht gleich auf meiner Hotlap bin. Ja, aber ich lese nur ein bisschen in der Ab. Nein. Wir nehmen jetzt ein Video auf. Okay, ich muss aber eine Hotlap fahren. Scheiße, meine Runde war gerade echt unglücklich. Oh, Gas, ich hab 2. Ja, dann fahr doch, du Affe. Ja, deine Runde ist ungültig. Ja, ich bin noch nicht mal auf meiner Outlap, ich fahr nochmal ein zweiter Outlap. Ein zweiter Outlap, okay. Ich glaube, die 1,27 entspricht der realen Powerzeit von Leclerc 2,19. So ungefähr. Eine 1 was?
ein 27.7 ist der gefahren. Das dürfte seine Polzeit 2.19 gewesen sein. Dankeschön. Sogar viel Erfolg, ne? Viel Erfolg. Danke. There's only one lap of fuel remaining. Ja. War jetzt keine so gute Runde, aber dürfte locker reichen. Das sind 8 Zehntel Vorsprung. Hauptstadt, Hauptstadt, Hauptstadt! P1. Are you crying? Yes. Ja, Leute, wir werden uns dann gleich wieder im Startgrid sehen, wenn ich denn meine Pole behalten sollte. Wenn nicht, dann nehme ich immer Feuer, aber dann bis dahin. Okay, so das was wir jetzt reden, schneide ich hinterher raus. Ja klar. Und sonst hat die Runde aber eigentlich gar nicht so scheiße aus, oder? Nö. Außer dass in der vorletzten Kurve so ein bisschen Schlaubbeste ja, war. Ja, da waren mal ganz zwei Faller drin, der hat mich mal erst wieder abgelenkt. Der erste Kurve sah auch ein bisschen zaghaft aus. Ich habe manchmal das Gefühl, so bei langsamen Kurven lenkst du ziemlich langsam zaghaft ein. Kommt mir manchmal so vor. Okay. Kann sehr gut sein, aber. Ja, aber ich habe gemerkt, du hättest locker einlenken können für die erste Kurve. Und dadurch, dass du ein bisschen langsam eingelenkt hast, hast du den Scheitel nicht richtig erwischt. Jo. Einführungsrunde ist natürlich an. Ja, ich bin weitergekommen als Marzipan, eine Kurve, da bin ich stolz drauf. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Ich darf jetzt natürlich hier keine Flügelschäden erstmal holen, aber ich denke, die erste Kurve kann man durchaus viel zu gut machen. Ich hoffe mal, dass ich dann meine Führung ausbauen kann. Das ist ungewohnt, wie leicht das Auto an einem Rennstart doch sein kann. Ja. Conditions look stable at the moment. No rain currently.
we expected. Ja, wir haben so ein Viertelplatz 10 drin von dem, was wir eigentlich machen. Das ist schon. Ja, das ist. Das merkt man richtig heftig. Na, Nico und ich, wir machen heute die Red Bull-Klammer, ich vorne, er hinten. Okay, nee, gut, ich lasse es lieber, das ist zu viel Diskriminierung. Ihr wisst, Nico ist um Längen besser als ich. Das wird sich heute zeigen. Ja. Also auf jeden Fall, Nico und ich, wir werden jetzt uns nicht... Jeff, ich rede gerade, lass mich in Ruhe. Okay, Nico, wir schmeißen Jeff aus dem Team raus. Ja, bin ich für. Also Nico und ich werden uns das wahrscheinlich, wenn wir ich auf 1 oder er auf 1 und ich auf 2, werden wir uns das jetzt natürlich nicht die beide die Rennen kaputt machen, sondern vielleicht irgendwann auch überholen lassen oder so. Wenn einer mit der Box doch hinterher, statt hinterher liegt. Aber Team Auto machen wir nicht. Wir fahren nein, nicht nein, nein. Oh, da komme ich ganz gut weg. Vor. Herr ist der, den Leclerc gerade attackiert hat. Erste Kurve muss ich benutzen. Letzte. Oh Gott, die stehen da hier alle. Ui, das hat man. Der Leclerc hat sich wieder die Position von Perez zurückerkämpft, P2. Und da verliere ich gerade fast noch den Wagen. Eieiei. Na Nico, welcher Platz? 14. Sehr nice. Alright, hat's weggedreht. Hier der Todeskorb, der mich in der GFL das Rennen gekostet hat. Wo ich dreimal drüber gedonnert bin. Und bin natürlich wieder mal beim dritten Mal muss etwas passieren. Was ist denn Hamilton eigentlich? Wenn ich das richtig sehe, ist der 9. Ja. Bottas auf 4. Perez auf 3. Was ist da los? Ja, das Auto ist jetzt ziemlich rutschig, muss ich sagen. Ja. Sieht aus? Sehr gut. Ist hinter Gasly, ne? Nein, Kvyat. Ah, okay. Und davor ist Hamilton. Genau. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums.
increasing our gap on the car behind by around a second a lap. So, und wie ihr schon im letzten Video gesehen habt, habe ich mir die Punkte natürlich kaputt gemacht, wo ich da gegen Giovinazzi voll reingestochen bin und mich dann weggedreht habe. Ja, dafür läuft das hier immer rein besser. Ja, Nico, was sagst du zu meinem letzten Manöver in Australien? Ja, leider zu viel gewollt. Also man kann schon von Dummheit sprechen eigentlich, oder? Also ganz ehrlich, man kann schon von Dummheit sprechen, gerade da in diesem Moment von mir. Ich will dich nicht anlügen, deswegen ja. Das war echt pure Dummheit. Boah, ey, das Auto rutscht wirklich sehr. Ey, also ich finde hier vorne. Ach, du bist schon auf Mediums. Ja, ich bin Mediums gestartet. Ich mache eine Medium Soft. Okay, gut. Das ist manchmal schon ziemlich rutschig auf der Achse, muss ich sagen. Also ich muss echt aufpassen. Ja, also mit den Softs geht's eigentlich gerade, aber in manchen Kurven und das steuert mit der Wand zu viel. Also man weiß gar nicht, wie viel eigentlich eine Sekunde im Motorsport ist, ne? Da kommt auf welche Session. Wenn natürlich nicht, aber... Also nicht zwangsläufig. Ich komme nicht. Und sieht den Nico auf Platz 5. Ja. Jetzt geht die gut nach vorne. Nachdem ich momentan 8,4 Sekunden Vorsprung habe und ich mich fast auf den Todeskopf wegdrehe. Welche Runde musst du rein? Runde 8. Runde 8? Wow, wow, ja, ich hab mein Mediums auf. Ah, ich müsste eigentlich nächste Runde, aber ich komme erst Runde 6 rein. Hab ich gerade die Flügel beschädigt? Du hast die Flügel beschädigt? Hoffentlich nicht. Ach so. Nee, hab ich nicht. Ich will ungern jetzt schon reinkommen, weißt du, wie ich nenne? Weißt du, was sagen denn die Reifen? Warte. Ah, hinten rechts, hinten links ist 46%. Okay. Ja, komm, ich habe eine zweite Verwarnung abgeholt. Bis Runde 6 warte ich noch, dann gehe ich rein. Ende Runde 6. Is 5.3 seconds. Oh Gott. Was weg ist gerade? Boxenstopp. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Thank you.
schon wieder fast weggedreht gerade. Wo ich auch fast. Ja, in der Kurve hätte ich mir auch gerade Bänder weggedreht. Oh, oh Gott. Jetzt habe ich mich sogar. Uiuiui. Supi, da habe ich die ganze Zeit wieder verloren. Ja, das Setup fühlt sich nicht so geil an, muss ich sagen. Ich finde, es geht voll. Ja, also. Es lässt sich zwar gut durch die Kurve steuern, aber die Beschleunigungsphase ist sehr unangenehm. Damit führt jetzt Nico das Rennen an. Ich weiß nur noch F1 2019, wo die Reifen nach 12 oder 13 Runden immer noch glänzen. Weißt du? Ich hab das nie so gesehen. Nee? Ja, Nico, erzähl mal ein bisschen was, weil sonst konnte dir echt langweilig. Ja, wie geht's denn so? Wie geht's gut? Ich gehe die Runde in seine Box. Jo. Pass auf, mal schauen, wo ich rauskomme. Weit vorne. Also auf jeden Fall noch vor mir. Ja, du warst ja 6 Sekunden vor mir, als du reingekommen bist, oder 7, weiß ich nicht. Ja. Wie habe ich jetzt auf dich? Ich habe keine Ahnung. Das sind jetzt 16,8 Sekunden, die du Vorsprung hast. Vorstellt. So. Ja. Leclerc sollte ich haben. Ja, der braucht ein bisschen. Ich habe aber heute kein ERS mehr. Ich habe kein ERS mehr. Ich habe jetzt frische Rote. Ja, scheiße. Jetzt wird hier vorne mal wieder spannend zwischen den beiden Red Bulls. Scheiße, das sind wir in die Punkte ab hier. Bei Airbus 3 ist es zu schwer, die Punkte noch zu zählen. Wow, was für ein Glanz! Danke, dass die es können, sie auch sehen.
Wie lag der? Wie Max Verstappen. Und bitte teste hier nicht wieder, ob die Traktionskontrolle an oder aus ist. Ja, jetzt weiß ich's ja. Mal gucken, wer hier in Bahrain erstmal die WM übernehmen kann. Sagen einfach Australien zählt nicht. Ja. Weil das ist wie gesagt schon ein bisschen scheiße, wenn die Punkte dann noch zusammen zählen. Ja. Wollen es machen, aber naja. Basiseröffnung, sondern es zählt nicht. Im Endeffekt vergessen wir es eh wieder. Ja, ist nicht wirklich so. Vielleicht kommst du hier nochmal zum Fight zwischen uns. Wie passt du jetzt auf jeden Fall? Dass der ist. Nein, der Messpunkt war dann noch etwas zu weit. Achso, ah, scheiße. Aber die schnellste Rennung hast du und ich hab immer noch keine ERS. Green Flag. Oh. Weil das in so eine geile Strecke Imola einfach das Retro-Feeling allgemein diese schnellen Kurven und Portimao ist einfach so eine geile Achterbahnstrecke, also auch mit vielen schnellen Kurven, ich liebe ja Strecken mit schnellen Kurven. Deshalb wäre ich, liebe ich wahrscheinlich Belgien auch, so krass. Oh, Rouge. Ja. Ich glaube, da hat der Timmy nicht so viele gute Erinnerungen dran, ne? In der NRL mit Crouchy. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, ein NRL Leclerc. Nee, das Setup hat mir hier nicht gefallen auf der Strecke, zumindest nicht. Es hat mir nicht gefallen auf der Strecke. Aber gefällt dir höchstens, dass Leclerc auf P3 ist? Ja. Sag mal so, das ist ein Doppelsieg für Red Bull. Für 1-2. Vielleicht krieg ich dich ja in Vietnam weggehauen. Maximale Punktausbeute wegen schnellster Rennrunde, das Team ja auch noch. Ja. Gibt einen extra Punkt. Und herzlichen Glückwunsch, Nico und dich. Dankeschön. Hätte ich mir so das Auto an der Boxen einfach zerlegt, Alter. Das wäre so. Wäre so ein Move gewesen, den nur ich bringen kann. Ja, du Fahrzeug ist verdient.
ganz verdienter Fahrer des Tages. Danke, Doggy. Ja, komm, wir können ja sehen. So, dann werden wir uns das mal als kleines Highlight die Highlights angucken. Kleines Wortspiel, Kappa. Oder auch nicht, vielleicht. Ich glaube, es kommt gar nicht. Verbindung mit den Online. Es ist ein Highlight, sich die Highlights nicht anzuschauen. Nee, das ist. Also. Nico mit der schnellsten Rennrunde. Russell Punkte, sehr gut. Was? Russell? Oh, Platz 8. Im Williams natürlich. Sebastian fährt leider außerhalb der Punkte, naja. Wer ist denn? Ach, Kwiat war der andere und Perez. Ja, Gasly, ich glaube, die beiden sind ausgeschieden. Oh, Räikkönen auf Platz 18. Schade für ihn. Oh, Nico natürlich auf Platz 17. Ja, aber das mit Vettel, Vettel. Hat sich gesteigert, was will man sagen? Also, der, ja, in der echten Formel 1, mein Herz geht auf. Ich bin der große Vettel-Fan. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus. Nico, das ist Copyright geschützt. Nicht, wenn ich das singe. Ja. Nicht, wenn ich das singe. Ach, wer jetzt bei mir so. Auf die KIs. Hier sieht man die KIs. Wir gehen nochmal ganz kurz auf die Tabelle ein. Nico, also Alonso auf Platz 1 momentan in der WM mit 26 Punkten. Danach komme ich mit 18 Punkten. Leclerc mit 15, Norris mit 12, Hamilton mit 10, Ocon mit 8, Bottas mit 6. Russell mit 4 Punkten stark und Daniel Ricciardo, mein Double, 2 Punkten, Carlos Sainz mit 1 Punkt und Gasly, Vettel, Stroll, Magnussen, Grosjean, Giovinazzi, Latifi und Raikön, Perez, Dani Kwiat, ja, das war's schon, haben leider 0 Punkte. Ja, ich würde dann mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu fahren, Nico. Ja, mir auch. Und mal so nebenbei, die Konstrukteursrangliste kann man auch nicht unerwähnt lassen. Wir haben 44 Punkte vor Mercedes, die gerade mal 16 Punkte haben. Wo siehst denn du bestimmt die Konstrukteurliste? Ach da. Neben der normalen Fahrerrangliste. Ja, richtig. Genau richtig. Ja. Also das sieht sehr deutsch aus. Und daneben sieht man um die GP-Ergebnisse. Das ist ja schön. Ach, guck mal, da kannst du sogar die einzelnen Sektoren zu den schnellsten Rennrunden anschauen. Ja. Das seht ihr jetzt erst. Haben wir auf jeden Fall sehr gut gemacht, Nico. Ja, wie gesagt, dann bedanke ich mich bei euch, oder wie gesagt, im Namen von uns beiden, sage ich mal, bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir wollen ein bisschen wachsen. Ich sage immer wir, obwohl es eigentlich mein Kanal ist. Ja, egal. Ich will ein bisschen wachsen auf YouTube. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, oder je nachdem, wann ihr seht, einen schönen Tag, Nachmittag, Morgen, was weiß ich. Und bis dann. Ciao, ciao.